einen Fahrfehler führt die Polizei den Unfall zurück, den am Montagabend eine 73-Jährige in Schwalefeld verursachte. Die Frau aus einem Willinger Ortsteil hatte auf dem abschüssigen Burgring die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie krachte über einen Bordstein und rammte die Treppe eines Wohnhauses. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Die herbeigeeilten Retter befreiten die Frau leicht verletzt und stellten den roten Subaru wieder auf. Der Einsatz der Feuerwehrleute aus Schwalefeld und Willingen sowie von Notarzt, Rettungswagen und Polizei erregte großes Interesse bei den Schwalefeldern. Die 25 Feuerwehrleute streuten ausgelaufene Flüssigkeiten ab. Der Schaden am Fahrzeug und an der Treppe wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.